Thomas Zeiten funktioniert. Irgendwas machst du da verkehrt. Hä? Also, wenn ich Papi so zuschaue, wie er sich abquält, nur um so einen Campingstuhl zusammenzuklappen, man muss doch nur die richtige Technik anwenden. Tante Trude findet's immer wieder ganz pfundig, wenn Onkel Heini von seinen früheren Streichen im Matheunterricht erzählt. Schau mal, Papi. Mit diesem neuen Trick schaffe ich ganz sicher den Durchbruch. Also, ich freue mich. Ich finde das eine tolle Idee. Ich finde das echt schnachte. Wir wandern aus und lassen die anderen alleine umfallen, Scheiben einschmeißen und so. Man kann es ja auch manchmal nicht mit ansehen. Ne? Ach, obwohl, eigentlich finde ich es schon komisch. Aber naja, mit gehangen, mit gefangen. Rein technisch gesehen kommt es andersrum besser. Naja, aber theoretisch gesehen ist eigentlich auch wurscht. Ja. Sag mal, willst du eigentlich so richtig in die Wildnis, richtig raus? Wildnis, Einöde. Zu zweit auch öde, das macht aber nichts. Bären fangen, Kräuter futtern und so ein Zeugs. Klasse. Sag mal, wollen wir nicht doch lieber Skiurlaub machen? Irgendeine schöne Hütte oder sowas? Skifahren? Ja. Wir? Bist du wahnsinnig? Irgendwo hier muss es doch gewesen sein, wo ich meine Kontaktlinsen verloren habe. Ah, da. Hey, überschlag dich nicht. Karl weiß, dass es auch Haltungsnoten gibt. Mensch, ich bin total in Schwung, wenn mich doch jetzt jemand sehen würde. Oh, ich krieg ganz weiche Knie. Und auch hier werden die Letzten die Ersten sein. Der Händler hat ausdrücklich gesagt, dass man mit dieser Kamera nichts mehr falsch machen kann. Weißt du was? Ja. Hast mich überredet, ich komme mit. Das raus in die Wildnis, endlich mal wilde Tiere sehen und so, das finde ich gut. Siehst du, der Stärkere gewinnt. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie sich so ein morgendlicher Vogelgesang anhört. Ja, stimmt. Und die drei Hunde, die jeden Tag fünfmal denselben Fall bei mir vom Haus markieren, die kenne ich auch schon in- und auswendig. Der Zoo bietet auch nichts Neues. Also ab in die Wildnis, weißt du was? Wir zwei Auge im Auge mit einem heulenden Kojoten. Oh, das ist Abenteuer. Spack lieber Maskewehe ein, man weiß ja nie. Das kommt mir überhaupt nicht in die Tüte. Wir stellen uns der Natur. Nix. Umdrehen. Ohne Gewehr geht Karlchen kein Meter vor die Hütte. Mike, Angsthase. Weißt du was? Wenn ich ein Tier bedroht... Komm noch mal ein Stück runter. So? Nachher wenn ich ein Tier bedroht, dann musst du einfach nur so tun, als wär's überhaupt nicht da. Gar nicht beachten. Dann kann dir nichts mehr passieren. Meinst du? Ja. Voice, Freddy, is that good? Is that apple good? Der tiefe Schlaf dieser Katze wurde oft kopiert und nie erreicht. So Leute, jetzt zeige ich euch einen neuen Kartentrick. Hier, nimm eine Karte, sag mir aber nicht, was du hast. Oh, und du die und noch eine? Wie ging jetzt noch der Trick? Der Käfig, der mich hält, muss noch erfunden werden. Ich breche hier aus und da gibt's nichts, was mich halten kann. Na, Harry, mein Liebling, hat dir dein Fresschen geschmeckt? So, Mieze, und jetzt lauf schnell und mach das Licht aus. Boah,
Wahnsinn! Muss das alles mit? Hey, weißt du was? Auf jeden Fall müssen wir einen Schlitten mitnehmen. Das steht schon mal fest. Das ist richtig, aber das ganze Zeugs hier. Naja, aber einen Schlitten brauchen wir trotzdem auf jeden Fall. Denn wer weiß, vielleicht schneit es ja schon da hinten irgendwo in Bottrop oder sonst wo. Und dann ist es besser, wenn wir einen Schlitten dabei haben. Ja? Und ich bin der Depp und darf das Ding ziehen, ne? Nix da. Ist dir zu schwer? Ja. Na gut, also wir können ja ein paar Sachen da lassen. Ja, darum möchte ich doch auch gebeten haben. Wird. Also, warte mal. Also den tun wir gleich wieder rein. Den brauchen wir auf jeden Fall. Wie bitte? Das, was willst du denn damit in der Wildnis? Weg hab damit. Gedacht, vielleicht. Dann, oh, den müssen wir auch gleich wieder reintun. Ja, natürlich, sicher. Das kommt auch gleich wieder rein. Ja, bitte. Was willst du mit einer elektrischen Zahnbürste? Hey, hey, hey. Nix. Okay, also das wieder alles rein. Ja. So, den auch. Hallo. Hallo. Und den Föhn. Irgendwo habe ich ja schon mal ein kleines Wörtchen mitzureden, ne? Oh, ganz schön schwer, aber das schaffst du schon, kein Problem. Der Kurssetzer hat nach der Kurve ein zusätzliches Hindernis eingebaut. Dieser Familie entgleiten immer wieder die wichtigsten Dinge. Peter war noch nie der Schnellste. Peter ist auch schon oft hängen geblieben. Dieses Pistentaxi ist berüchtigt für seine Fahrweise. Das Pistentaxi wäre auch eine Variante zu unserem Schlitten. Dieses Video hat uns die Frau Schmidt geschickt. Und die Kleine, die da oben drauf saß und nachher daneben, ist die Melanie. Grüß dich. Grüß dich. Hallo Melanie, kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, wann war denn das? Im Winter. Mhm. Und du bist da so richtig runtergefallen? Ja. Wie alt bist du, Melanie? 6 Jahre. Da gehst du ja schon in die Schule? Mhm. Welche Klasse? Erste? Erste. Und was macht ihr da so? Malen, schreiben. Mhm. Was hast du denn da mitgebracht? Zeig mal. Pferd. Ist das deins? Ja. Ui, das ist aber schön. Wie heißt es denn? Furi. Furi. Frau Schmidt, waren Sie denn dabei, als das passiert ist? Wie ist denn das passiert? So ja, wahnsinnig steil sah es ja eigentlich gar nicht aus. Na, das haben wir zum Schlitten fahren und dann hat mein Sohn, also hat es einen Hügel gesucht, weil sie kann ja nicht alleine lenken und dann hat er Bahn eingefahren und da sind sie dann runtergefahren, da war es ein Holperer und da sind sie drüber und dann ist sie raufgefallen. Genau, den Holperer getroffen und das war's dann. Genau. Und danach ging es gleich wieder weiter. Ist wieder weitergegangen. Ja. Klasse. Ja. Ich danke Ihnen beiden fürs Kommen und schöne Grüße an den Vorderfahrer. Okay. Dankeschön. Gegenteil von Hinterlader, ne? Und ich sehe uns schon viele tolle Abenteuer erleben. Ich glaube, das beste und größte Abenteuer an der Sache bist du, Mike. Du, nee, pass auf, ich sehe schon die Stromschnellen, so gleich da hinten links. Wir beide mit der bloßen Hand wilde Lachse fangen. Und abends gibt's als Vorspeise Regenwurm gegrillt. Sag mal, meinst du nicht, wir können vielleicht ein paar Büchsen mitnehmen? So Möhrchen und Mais und so Sachen? Büchsen? Und dann in der Natur schmeißen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Außerdem passt Mais nicht zu Regenwurm. Naja, so habe ich es ja nun auch gerade nicht gemeint. Du sag mal, hast du eigentlich das Seil mit für die Stromschnellen? Nee, aber wir können uns ein Handtuch teilen, wenn du nett bist. Okay, geteiltes Leid ist halbes Leid. Sag ich doch. Manche strampeln sich wirklich ihr ganzes Leben lang vergebens ab. Willi Wassertrieb plant mit seiner neuen Erfindung demnächst die erste Atlantiküberquerung. Und die ersten Tests sind durchaus ermutigend. Junge, sei lieber ganz vorsichtig und überschlag dich nicht. Der hat doch ein Rad ab. In letzter Zeit beschleicht Holger das komische Gefühl, dass er nun völlig jeden Halt verloren hat.
Lars und Jörn haben gesagt, ich komme zu euch ins Studio. Das heißt, wir alle drei kommen ins Studio. Guten Tag. Guten Tag. Bringt doch mal gleich wieder ein bisschen Ruhe ins Dickicht. Wer ist wer? Ja, also ich bin Jörn. Mhm. Ich bin Frank, nicht Holger. Da lege ich doch ein bisschen Wert drauf. Ne? Also, aber du hast dich gerade dezent vom Rad gelegt. Ja, das ist richtig. Das wollen wir mal festhalten. Kommen wir gleich drauf zurück. Ja, ich bin Lars. Du bist Lars. Lars, ihr habt da gestanden und gefilmt? Ja, wir haben gewartet auf die Gruppe, die mit den Fahrrädern kommen. Wieso Gruppe? Wer fährt da noch? Ja, das war so eine Vatertagstour und wir sind sozusagen losgefahren. Also die Väter vorher weg und wir hinterher zum Aufsammeln. Also, ja. Und dann hat Lars gerufen. Ja, und dann haben wir ihn halt aufgenommen und dann kam dieses umwerfende Ereignis. Er rief, da kommt er und da ging er schon wieder. Da ging er schon wieder, ja. Wieso denn? Ja, ich weiß habt auch ihr nicht. Habt ihr in Hamburg so schwache Pfosten darum oder woran lag das? Also nichts gegen Hamburg, bitte, ja? Also, das muss ja nur den Pfosten rumgemeckert, ne? Nee, weiß ich nicht. Ding ist abgebrochen, war wohl morsch. Und du hast und abging's. Hast es aber gut überstanden. Ich hab's gut überstanden. Ich nehme an, das ist so ein Schneehöhenmesspfosten, aber in Hamburg schneit's ja so selten, deswegen ist er ein bisschen alt gewesen. Frag mich nicht, du. Sag mal, Vatertagstour, hat das Tradition bei euch in der Familie? Also, das heißt, wir ihr seid nicht eine Familie, ihr seid Freunde, sagen wir gleich mal. Wir kennen uns eigentlich schon seit der ersten Klasse, sind eine Gruppe von 30 Leuten ungefähr. Ja. Wir machen das eigentlich jedes Jahr, dass wir zu einem ins Wochenendhaus fahren, so 70 Kilometer ungefähr, hin und zurück zu lassen. Ja. Ihr seid ja eine Riesenklicke. Wie viele Leute sind das denn? 30 Stück sind das in der Zahl. Ja, Mahlzeit, horst mir. Und dann legt's nur einen um. Ja, die anderen haben wir wahrscheinlich nicht gefilmt. Kriegen wir nächstes Mal. Danke euch drei. Ihr seid von Hamburg runtergereist. Ich gebe euch schon mal 10 Pfennig Fahrtkosten. Zuschuss für die Rückfahrt, damit ihr den IC-Zuschlag bezahlen könnt. Danke, bis die Tage. Sie haben es bestimmt alle schon gehört. 50.000 Mark bekommt nämlich ein Einsender eines Videos. Und zwar von all denen, die wir von der 50. Bitte-Lächeln-Sendung ab bis zum Jahresende zeigen. Und das möchte ich auf keinen Fall verpassen. Und so können Sie dabei sein. Ist Ihr Video auf VHS, VHS-C, Super 8, Video 8, High 8 oder was auch immer gedreht? Ja, spitze, genau das suchen wir. Auf jedem Postamt gibt's Pakete in genau der richtigen Größe für eine Kassette. Damit kommt Ihr Video unbeschadet bei uns an. Schreiben Sie uns doch ein paar Zeilen zu Ihrem Film dazu, damit wir wissen, worum es geht. Wir freuen uns drüber. Und bitte Telefonnummer nicht vergessen. Vielleicht rufen wir Sie an. Absender bitte gut lesbar ausfüllen. Und jetzt kommt der Knüller. 350 Mark gibt's für jedes Video, das in Bitte Lächeln gezeigt wird. Unsere Adresse, Tele 5, Bitte Lächeln, Schellingstraße 44 in 8000 München 40. Tele 5, Bitte Lächeln, Schellingstraße 44 in 8 München 40. Es geht weiter. Ich war schon mal ein bisschen Holz sammeln, ne? Sieht ja in so einem Studio schon komisch aus, so Holz, du. Magere Ausbeute. Aber du, mal so einsam in der Wildnis zu sein, stelle ich mir schon spannend vor. Vor allen Dingen so als Stadtmensch wie unser eins. Ne? Links ein Diesel, rechts ein Diesel, dazwischen auf dem Grünstreifen, knallen wir noch einen Kinderspielplatz. Ja. Da kann ich verstehen, dass die Leute sagen, ich will auf eine Insel, keine Zeitung, kein Telefon, kein Auto, nur Ruhe. Richtig, einsame Insel, stimmt. Mittlerweile redet fast jeder davon. Mhm. Eine Freundin von mir zum Beispiel hat ein Baby, das ist 7 Monate alt. Die Arme hat seit 7 Monaten keine einzige Nacht mehr durchgeschlafen. Völlig gestresst, redet nur noch von einsamen Inseln. Kann sie ich verstehen. Das kann ich ihr doch auch durchaus nachsehen. Aber weißt du was? Mhm. Ich gebe ihr genau einen halben Tag, dann schwimmt sie freiwillig zurück. Die hält's keine 2 Stunden ohne das Kind aus. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Außerdem, so stressig die lieben Kleinen auch sind, ohne sie wäre es auch langweilig. So, Junge, jetzt werden wir mal die Windeln wechseln. Ich habe so einen komischen Geruch in der Nase. Halt, das ist mein Job. Jetzt kann ich nur noch beten, dass es nicht schon wieder Grütze gibt. Leute, mir reicht's jetzt. Meine Squaw wartet. Ich ziehe mich in mein Wigwam zurück. Ich glaube, ich bin doch zu schnell in die Kurve. Na, egal. Den Führerschein bin ich eh schon los. Und was man nicht hat, kann man nicht verlieren. Der junge Herr hatte immer schon ein Auge auf die Köstlichkeiten seiner Nachbarin geworfen. Siehst du was? Kannst du es sehen? Jetzt passt gut auf. Also,
Hier unten ist München, ja? Wir pirschen uns hier die Schellingstraße längs und dann gleich scharf links ab in die Wildnis. Hey, warte mal, da ist eine super Waldwirtschaft, die kenne ich, da kehren wir ein. Nix Kneipe, nix Oberkellner, wir pirschen uns durch, knapp an Stuttgart vorbei und dann, sitz, kommt schon Bottrop. Oh, ist das ein Stück Weg, das schaffen wir doch nie. Und da ist erst der Anfang, dann steigen wir in den Zug und dann geht's ab nach Norden, jawoll. Hey, ich hab's. Sag mal, können wir nicht gleich hier unten in München in Zug und dann durchfahren? Hm? Training ist das halbe Überleben. Da müssen wir durch. Wer hat gesagt, der Ball ist rund? Hä? Von Thomas weiß man ganz genau, dass er keine großen Sprünge machen kann. Pobacken zusammenkneifen und durch. Nach 2500 Metern ist ein kleines Bad genau das Richtige. Und hepp. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Herrn Donner, grüße Herrn Lohr. Entschuldigung. Ich war noch auf falschem Mikrofon gebrieft. Grüße Herr Lohr. Grüß Gott. Servus. Wir haben Sie gesehen, wie Sie vom Trampolin. Genau. Warum? Es war ein spontaner Einfall. Aha. Trampolin raufgesprungen. Ja. Und das Ergebnis hat man gesehen. Und dann haben Sie sich versprungen. Ein kleiner Versprünger, ja. Sie sind ja nicht alleine zu uns gekommen. Erstens Frau mitgebracht, zweitens Freund und noch. Wer sind Sie denn, bitte schön? Rupert Fuchs. Und Sie haben ihn gefilmt? Ich habe ihn gefilmt, ja. Normalerweise dürfen Sie das, glaube ich, nicht. Nee, normalerweise nicht. Das ist seine Kamera und ich habe einfach gefilmt. Weil er aufgegangen ist einfach. Haben Sie gesagt, jetzt nutze ich es mal aus? Ja, genau. Haben einfach einen Finger drauf? Ja, genau, dann habe ich einfach gefilmt. Ist da rausgekommen. Ist er danach wenigstens auch noch gesprungen, Herr Lohr? Na, das ist nicht mehr gesprungen. Hat sich nicht mehr getraut. Der Tag war gelaufen. Genau. Trampolinsprünge machen wir nicht mehr. Machen Sie also, gar nicht mehr? Na. Ist doch eigentlich schade drum. Machen Sie jetzt nur noch Tennis? Genau. Sie sind ein erfahrener Tennis im Vierer, im Doppel, oder wie spielen Sie? Schon. Alles durcheinander. Ja, genau. Wünsche ich toi 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 dabei für die Zukunft. Okay. Und danke, dass Sie den Weg zu uns gewagt haben. So ein Fernsehstudio hat sich manchmal auch schon als Trampolin rausgestellt. Bei uns ging es gerade noch gut, gell? Dankeschön. Du, Kundis. Ja. Ich habe da noch einen Haken an der Geschichte entdeckt. Was meinst du denn, was wir eigentlich mit der ganzen Zeit anfangen sollen? Na ja, wir könnten zum Beispiel Fernsehen zusammen. Hm? Willst du gucken? Außer bitte lächeln, gibt's ja eh nichts. Ach, da gibt's schon noch so ein, zwei nette Sendungen, wie zum Beispiel Nachrichten oder das Wort zum Sonntag. Ist auch interessant. Oh. Ja. Spannend. Mhm. Und was machen wir, wenn die Batterien kaputt gehen? Alle? Fernseher? Ach, da fällt uns schon noch was ein. Mach dir da mal keine Sorgen. Ballspielen zum Beispiel. Ballspielen? Ballspielen. Ich habe keinen gesehen im Rucksack. Dann nehmen wir halt eine Kokosnuss. Kokosnüsse bei Bottrop. Ja, jetzt hört's auf. Ach, meine Güte, dann nehmen wir eben Schneebälle bei Bottrop. Egal, Hauptsache wir spielen Ball. Jetzt gib schon einen Steilpass. Ich zeig dir, was ein Dribbling ist. Jetzt stehe ich schon wieder im Abseits. Ich komme mir vor wie der Tor des Monats. Attacke! Schade, dass der Bundestrainer ein Terrier ist. Was soll das heißen? Fair geht vor. Schon eine Idee, was wir abends machen, Mike. Wir lesen, weißt schon hier, diese Mammutwälzer, an die man sich sonst überhaupt nicht rantraut. Die kannst du tragen. Ich lerne das Telefonbuch auswendig, ist leichter. Na, viel Spaß dabei. Also das nehme ich mit, das schaffe ich auch noch. Und Wahnsinn. Ah, hey, guck mal, ein Theaterplan. Ui. Schauen, wo spielen die denn? Guck mal, boah, morgen gibt's Goethes Faust. Ja, oh, zwei Wanderer habe ich, ach, in meinem Zelt. Mensch, das wäre doch was. Morgen in Faust, wollen wir da nicht reingehen? Ach, ne? Faust, komm, meine Schuhe sind hin, mein Bündel schwer. Ich mag das Laufen gar nicht mehr. Ja, ja, ich sehe schon, ist nichts für dich, der Faust. Eben. Wie wär's denn mit, hier, Ballett zum Beispiel? Ballett? Ja. Wär nett. Schon
Schon vor der Premiere hat Heinz seiner Frau und seinen Kindern versprechen müssen, dass sein großer Auftritt ein einmaliger Ausrutscher bleibt. Beim Striptease kommt es darauf an, akzentuierte Bewegungen geschickt einzusetzen. Diese beiden Damen hier haben es wirklich umwerfend gut drauf. Hey, wer von euch hat behauptet, dass ich bei jedem großen Auftritt die Hosen voll habe? Unbequemer Stuhl, was? Also, ja, irgendwie ist er nicht so ganz das toll. Das kommt nur drauf an, wie man sich drauf setzt. Pass mal auf, wir müssen noch mal über die Sache mit den wilden Tieren reden. Schieß los. Ich habe hier Quizfragen für den, wo die Wüste suchen tut, rausgesucht. Pass mal auf, Frage 4. Ja. Was machst du, wenn es dunkel wird? Ist aber schwer. Schlafen, was denn sonst? Quark, korrekte Antwort lautet, ein Feuer an, damit du die Bären verscheuchst. Aha, verstehe. Pass auf, nehmen wir eine schwierigere mal hier hinten. Wie verhältst du dich, wenn du an einem Fluss stehst und plötzlich taucht hinter dir ein furchtbarer Wolf auf? Naja, was wohl? Ich spring rein und schwimme, was das Zeug hält, oder? Oh Mann, nimm's doch mal ernst. Frau. Ja gut, diesmal noch, aber leicht wird's mit dir nicht, wenn du jetzt schon durchfällst. Schweig. Übrigens, weißt du was? Bis Bottrop gibt's weder Wölfe noch Bären. Mach dir da mal keine Sorgen. Aber wir kommen an Wolfsburg vorbei. Hey Manni, wenn du den reinkriegst, darfst du mit meiner Freundin Eis essen gehen. Was? Wow! Der TV-Korblos hat die letzten 11.000 Spiele verloren. Und wenn er dies hier auch vergeigt, hat er einen neuen Rekord geschafft. Aber die werden doch nicht. Langweilig. Komm, wir spielen eine Runde Verstecken. Diese Katze hat 9 Leben und 4 Punkte. Wer sagt hier Hände hoch? Das Ergebnis dieses Spiels war 120 zu 3, um jeden Zweifel zu beseitigen. Hier kommen die 3 Punkte, von denen ich sprach. So. Die Zeit rennt, der Wecker brennt. Wir müssen ganz schnell zum Saalspiel kommen. Wer hier im Saal hätte denn heute Lust mitzuspielen in dieser Wald- und Wiesenpampa? Hier, bitte melden Sie sich jetzt. Haben wir keinen Mensch mehr zum Klatschen übrig, das geht nicht. Ich nehme die beiden Lederhosenherren. Wenn Sie zu mir kommen und Sie zu mir, Sie sehen mir so aus, als würden Sie sich im Wald wohlfühlen. Mit einem großen Applaus zu mir. Grüß Sie. Guten Tag, den haben wir da. Posch, Hans. Ach, Sie reden ja nachher eh noch mit der Gundis. Ja, freilich. Richtig, servus. Grüßen Sie, Sie gehen auf diese Seite, bitte schön. Wer sind Sie? Ich bin Riedel, Hans. Haben Sie was miteinander zu tun, rein hosentechnisch? Ja, wir sind Sprobe. Ah, das ist mal einer an. Siehst du, haben wir schon wieder was dazugelernt. Wo kommen Sie her? Als Fürstenfeldbruck. Und womit verdienen Sie Ihr Geld? Mit dem ADAC. Oh, als was? Pannenhelfer? Nein, in der Rechtsabteilung. Schade, ich habe schon gedacht, Sie könnten mir jetzt so eine Privatnummer geben, dass ich Sie nächstes Mal schneller kriege. Was machen Sie? Berufskraftfahrer. Mit dem LKW ein bisschen durch die Gegend fahren. Und wenn Sie irgendwo ranrumsen, rufen Sie gleich Ihren Schwager an und sagen, hilf mir. Genau. Raffiniert. Der Joe hat uns ein klein bisschen was mitgebracht. Es ist wenig heute, wir geben uns ganz bescheiden. Setzen Sie doch mal bitte diese Autofahrerbrille auf, original konzipiert für Berufskraftfahrer. So, und dann kriegen Sie noch den Hammer und bitte nehmen Sie beide den linken Fuß nach vorne. Wer zuerst trifft, hat gewonnen. Quatsch! Bleiben Sie um Gottes Willen dran, wir kommen nach der Werbung wieder. Sieht alles ganz anders aus. Es war wie ein Geschenk des Sommers. Sie ging mir nicht aus dem Kopf, wie unbeschwert sie war. Und sie hatte diese Vorliebe für Raffaello, den weißen Genuss ohne Schokolade. Eine raffinierte Art, Süßes zu genießen, ohne Schokolade. Das reizte mich. Ich musste sie wiedersehen. Raffaello, weiß und unbeschwert, als ob der Sommer nie zu Ende geht. Einen Künstler, der Mode und Parfum kreiert, müssen Frauen faszinieren.
ihre Sehnsüchte, ihre kleinen Extravaganzen. Er muss spüren, ob sie mit dem Feuer spielen oder ihr Herz riskieren. Nur so kann er ein Parfum schaffen wie dieses JCC Nummer 2 von Jean-Charles de Castelbajac. Eine neue Ära beginnt. Canon UC10. Hightech-Camcorder im Ultra-Kompakt-Format. Super schlank. Extrem leicht. Mit neuester Canon-Technik. Der Canon UC10. Außen mini, innen super. Nochmal, Schatz. Welches Spülprogramm? Hey, haben wir eigentlich was zum Naschen? Mami ist dran. Hol dir irgendwas. Nicht einfach irgendwas. Wie? Nicht irgendwas zum Naschen? Ach so, Kinderschokolade für eine Extraportion Milch. Ja, jede Tafel Kinderschokolade enthält die wichtigsten Bestandteile aus gut einem Viertelliter Milch. Ja, es schmeckt ihm seine Extraportion Milch. Nochmal, Schatz, welches Spülprogramm? Alles okay, Mami. Kinderschokolade, die Schokolade für die Extraportion Milch. Wenn du Pickel hast und empfindliche Haut, bist du echt gearscht. Bei hartem Ätzzeug spielt deine Haut verrückt. Und der schlaffe Neutralkram. Pickel. Jetzt gibt's Clearasil Waschgel Extra Sensitive. Antibakteriell und pH-neutral. Wäscht die Pickel weg, lässt die Haut in Ruhe. Clearasil Waschgel Extra Sensitive. Hart gegen Pickel, weich zur Haut. Liebe, Flirt und Eifersucht. Das alles steckt in Herzklopfen. Dem Erwachsenenspiel von Ravensburger. Neu von Camille, die Handlotion mit der 12-Stunden-Wirkung. Einmal anwenden und das ständige Eincremen nach jedem Handgriff können Sie sich sparen. Camille 12-Stunden-Wirkung. Schützt sogar beim Händewaschen, hält Nägel in Form und die Hände geschmeidig mit der natürlichen Heilkraft der Camille. Camille 12-Stunden-Wirkung. Die besten Freunde kommen oft, ganz überraschend und unverhofft. Was nun, was jetzt, was gibt es dann? Ein Küsschen? Das Küsschen? Immer an. Küsschen? Ferrero-Küsschen. Ja, so ein Küsschen ist beliebt, weil's Freude zeigt und Freude gibt. Gut, wenn du hast, was jeder liebt. Tja. Tja. Gut, wenn's Ferrero-Küsschen gibt. Ferrero-Küsschen. Tja, guten Freunden gibt man ein Küsschen. Oder auch zwei oder drei. Ciao, Franco. Ciao, Katja. Heute mit Schwester. Mhm, danke. Hey, dein Tag, Mami. Ja. Na komm, bei deiner Haut vererbt sich das? Mhm, und was tun? Oil of Olas? Das hat doch diese Fluids. Ja, Fluids wie die in deiner Haut. Und das hält die Haut jung? Ja, die Haut verliert jeden Tag Fluids. Oil of Olas gibt sie ihr zurück, ganz natürlich. Man sieht's, Schwester. Ich zahl, Mami. Mami? Mama mia. Oil of Olas Beauty Fluid, so wie die junge Haut. Genuss. Ich fühle mich einfach gut. Ausgeglichen, voll Schwung. Ballisto. Genießen auf meine Art. Hallihallo, seien Sie herzlich begrüßt zur zweiten Hälfte von Bitte Lächeln. Saalspiel Hans gegen Hans. Im Ernst. Ernst ist keiner dabei. Also beide Hanses müssen jetzt nageln. Es ist das sogenannte Wettnagelspiel hier bei uns im Studio. Und es geht um richtige Nägel. Schöne bunte, damit Sie sie zu Hause erkennen können. Wer die meisten schafft in der kürzesten Zeit, hat gewonnen. Auf die Knie, Jungs. Ja, sonst kommt man ja nicht hin. Schau mal, wie Sie das beide... Ah, sehr schön. Warte, auf, soll ich vormachen mit dem Dicken? Nee, schafft ihr auch so, ne? Auf die Plätze, fertig, los! Ja, schön. Habe ich auf der Wiese schon mal gesehen. Ist das der Hans? Ja, der Hauer da drauf. Okay, okay, ist ja gut, ist ja gut. Ist ja gut. Ja, wo siehst du jetzt das? Ha? Schaut ihn euch an. So ein Faulpelz. Aber er hüpft euch. Halt! Aber er nimmt schon genau, das muss man schon sagen, Hans. Moment, ich brauche ein Mikrofon für Sie.
Die sind alle schön anständig, bis auf die ersten vier. Die waren zum Einschießen. Die waren zum Einschießen, ja, genau. Wie sieht's denn privat aus mit dem Bascheln und so? No, nicht so besonders, das sieht man ja. Ja, das macht nichts, bei dem Spiel kann keiner böse sein. Es hat auf jeden Fall Hans gewonnen, ne? Hans, unser Sieger des heutigen Abends. Alles teilen wir uns noch. Macht sie das auf der Wiesn öfter? Nein, auf der Wiesn nicht, aber daheim. Da gibt's einen wackeligen Stuhl. Ach so, und da muss man ab und zu mal einen reinkloppen? Ja, immer Nagel nehmen, ja. Bis man irgendwann auf den Nagel sitzt. Genau. Auf dass Ihnen das nicht passiert, kriegen Sie von Joe ein schönes T-Shirt. Das federt ein klein bisschen ab. Das ist der Preis für heute. Und noch einer. Wunderbar. Das war das Radspiel für heute. Vielleicht können Sie noch mal applaudieren. Die beiden Jungs haben hier gearbeitet, wie verrückt. Ne? Ja. Und für Sie zu Hause gibt es einen schönen Film. Wenn es beim Rodeln kräftig kracht, das Publikum so richtig lacht. Platz hier, Mensch, der Schlafzelt. Sag mal, was ist das überhaupt für ein Zelt? Das sieht so klein aus. Na, ein Zwei-Mann-Zelt, was denn sonst? Das ist ja mal wieder typisch. Und wo soll ich hin? Wieso willst du jetzt einen auf Ematze machen? Von wegen muss Zwei-Frau-Zelt sagen, oder was? Wenn dir unser Zelt zu klein ist, dann baue ich dir halt eine Hütte. Mensch, was? Du kannst Hütten bauen? Hütten? Eine wird wohl lang für den Anfang, oder? Und die kriegen wir noch hin. Das möchte ich sehen. Seit 13 Jahren beschweren sich die Mieter des Hauses, dass die Tür 13 cm zu schmal ist. Endlich, am Freitag, den 13., kommen die Handwerker. Seit 6 Monaten baue ich alleine an dem Haus. Eine langweilige Sache. Wenn doch mal irgendwas passieren würde. Goldfisch Fritz hat vor dem Fels sein Lieblingsplätzchen. Und Goldfisch Fritz gehört Frau und Herrn Posch. Schönen guten Abend. Hallo. Guten Abend. Grüße Sie. Sie schauen ja so richtig zünftig aus. Wo kommen Sie denn her? Ja, von Bayern. Ja, von das habe ich mal gedacht. Nassenhausen. Wo ist denn das, Nassenhausen? Ja, das ist der schönste Platz auf der Welt. Der liegt zwischen Mammerdorf und Augsburg. Aha, was ist daran so schön? Die Teiche im Garten. Genau. Und Sie haben den Teich selber gebaut? Ja, zum 10. Mal wahrscheinlich schon. Zum 10. Mal? Ja, weil alle Jahre bei einem um. Och, warum das denn? Zuerst habe ich klein angefangen, dann waren wir zu klein, wieder ein bisschen größer, dann waren wir zeigt. Und jetzt hoffe ich, dass es tief genug ist. Da waren wir zeigt? Ja. Was war denn das? Zu wenig war es ja nicht tief genug. Ach so, zu seicht. Jetzt habe ich es. Ja, und warum sind Sie jetzt überhaupt ausgerutscht? Wie kam es jetzt zu der Situation? Ja, wie man gesehen hat, haben wir so einen großen Stein getragen, weil ich habe oben halt den Teich einen Wasserfall gebaut. Mhm. Und dann habe ich natürlich für den Wasserfall brauche ich einen großen Stein, dass der Wasserdruck aushält. Und dann hat sie gleich. Natürlich, ja, und haben Sie gleich die Goldfische geküsst? Die waren noch nicht drin, Gott sei Dank. Ach so, gut. Was haben Sie denn jetzt für Tiere drin? Er ist ja fertig, jetzt, der Teich, gell? Ja, mhm. Also jetzt habe ich Goldfisch drin als erstes und ein paar Frösche sind schon da. Mhm. Schön. Und jetzt dauert noch ein bisschen, dann kommen wieder die Molche. Und Frösche sind noch nicht alle da, aber die kommen alle noch sind noch nicht da. Also Kröten haben wir gehabt, so braune und die bleibt uns treu wahrscheinlich. Die hat ihrer Frau gar nicht gefallen, stimmt? Na, die ist hässlich. Die ist so hässlich, hat sie vorhin schon gesagt. Ihnen gefällt die kleine Plastikente besser, die sie draufgesetzt haben, oder? Ja, schon. Süß. Kommen denn mal echte Enten irgendwann? Na, das kann man nicht machen. Obwohl, schaut ja schon nett aus, so ein kleines Entenhäuschen so mitten auf dem Teich. Naja, vielleicht kommt sie noch mal irgendwann. Vielen Dank fürs Kommen heute Abend. Okay.
Wisst ihr schon was, im Winter kann man so notfalls in der Bratröhre unterbringen. Na gut, wir wollen natürlich, dass hier alles seinen gewohnten Gang geht, solange Gundis und ich Elche finden gehen. Das heißt, wir haben hier einen professionellen, erfahrenen Vertreter, einen Platzhalter sozusagen eingesetzt, der die Post durchguckt, ne? Zwischendurch mal Ihnen Bescheid gibt, wenn er von uns eine Flaschenpost bekommt und so weiter. Es geht also alles seinen gewohnten Gang, weil außer uns weiß ja eh keiner, dass wir ausgewandert sind. Sie verfahren also wie immer nach Plan B. Schicken Sie uns Ihre besten Videos und gewinnen Sie hier bei uns. Denn über sich selbst lacht man bekanntlich immer noch am besten, oder? Und so können Sie dabei sein. Ist Ihr Video auf VHS, VHS-C, Super 8, Video 8, High 8 oder was auch immer gedreht? Na prima, genau das suchen wir. Auf jedem Postamt finden Sie solche Pakete in genau der richtigen Größe für eine Kassette. Damit kommt Ihr Video unbeschadet bei uns an. Wenn Sie möchten, schreiben Sie uns doch ein paar Zeilen, um Ihre gedrehte Szene zu kommentieren. Wir freuen uns drüber. Und bitte vergessen Sie auch Ihre Telefonnummer nicht, denn wir möchten Sie vielleicht anrufen. Absender bitte gut lesbar ausfüllen. Und hier kommt der Knüller. 350 Mark gibt's für jedes Video, das wir in Bitte Lächeln zeigen. Unsere Adresse Tele 5 Bitte Lächeln, Schellingstraße 44 in 8000 München 40. Tele 5 Bitte Lächeln, Schellingstraße 44 in 8000 München 40. Tut das weh? Das ist meine Hosentragerin nur. Gut. Das hast du verstanden? Ja, habe ich. Ich habe gerade gelernt. Der Preis ist heiß. Der Preuße ist heiß. Chef. Du bist dran. Nee. Doch, du wolltest mich fragen, ob ich was dabei habe, falls einer von uns krank wird. Hab ja, ich. Hast du was dabei, falls ja. einer von uns krank wird? 6 Kilo Blutorangenstange, Vitamin C, außerdem bin ich geimpft. Was ist das denn geimpft? Ist das schlimm? Nein, das ist schwäbisch. Mhm. Ja, Zeit sparen. Ich könnte auch sagen, geimpft. Aber warum soll ich das eh sagen, wo man es eh schenken kann, ne? Also bin ich geimpft. Ja. Gegen 23 Allergien und alles andere sonst. Na, jetzt müsstest du aber auch Allergen sagen. Hä? Na ja, sparen und so. Na, man wollte es ja mal nicht übertreiben, sonst sieht man ja den Wald vor lauter Bämen nicht mehr. Was? Vergiss es. Also, hier steht, besonders im Frühjahr kann man gut beobachten, dass diese Baumart ausschlägt. Schwiegermutter stellt sich heute mal wieder besonders ungeschickt an. Nicht zu fassen. Tarzan, sein guter Mann. Aber Tarzan, sein einsamen Rufen nach Jane. Tarzan, sei das Herz so schwer. Wer hat bloß die komische Idee gehabt, dieses Ding hier Wasserfall zu nennen? Irgendjemand hat behauptet, hier sei irgendwo eine Telefonzelle. Also das Leben in freier Wildbahn stelle ich mir ja schon aufregend vor, aber wenn ich länger drüber nachdenke, dann weiß ich nicht so genau, ob wir verwöhnte Stadtmenschen das überhaupt überleben würden. Also Mike als Rambo, ich weiß ja nicht. Zambo und Wildnis, das wird doch nie was im Leben. Die ist doch nix. Würmer, Regenwürmer, Beeren, Kräuter. Die macht beim ersten Fliegenpilz kehrt, ich wette. Mike und Hüttenbaum, der weiß ja noch nicht mal, wie man einen Hammer hält. 2 Tage ohne Telefon und Frau Zambo ruft, heim zu Mama. Und ohne Survival-Kurs geht da schon mal gleich gar nichts. Er weiß ja noch nicht mal, wie man trocken über den Bach kommt. Der Gemeinderat hat aus Geldnot beschlossen, die Brücken etwas schmaler zu bauen. Oder gänzlich auf Brücken zu verzichten.
So, jetzt aber. Was hast du vor? Das machen wir jetzt dingfest. Komm, Brüder der Wildnis sind wir da. Wir machen jetzt einen auf Brüderschaft und dann machen wir das zusammen. Oh nee, nein, nein, ich kann doch kein Blut sehen, Mike. Och komm, reiß dich zusammen, Mann. Außerdem finde ich das blöd. Weißt du was? Wir bleiben da, so. Wie kommt's, Frau Baronin? Wir waren doch schon fast weg. Ach, weißt du, wenn ich mir das so recht überlege, irgendwie ist es hier so schön warm. Es gibt so viele nette Menschen, die sich immer so freuen. Dankeschön dafür. Die freuen sich doch auch ohne uns. Das ist doch der Knackpunkt. Mike, weißt du was? Komm, setz dich mal. Ich muss mal mit dir reden. Also, Mike. Ja. Hörst du den Ruf der Wildnis? Nee, die Klimaanlage, die scheppert immer noch. Eben. Genau das ist es. Was meinst du, wie wir das Scheppern vermissen? Das hörst du überhaupt nicht in der Wildnis. Richtig. Und außerdem, was kommt nach uns? Hä? Was ist dann? Wer vertritt uns? Oh, Backe, das hatte ich völlig vergessen. Ja, eben. Ich bleibe auch da. Gut. Oh, dass wir doch da bleiben. Ja, oh, du, grüß dich, Tag. Hab ich was mitgebracht. Hey, klasse, danke. Guck mal. Das ist aber lieb. Noch was? Fläschkes Shampoos, das ist nett. Ich habe mir gleich gedacht, dass ihr beide Studiomäuse den Absprung nie und nimmer schaffen werdet. Deswegen habe ich euch zwei Kinokarten mitgebracht. Ach, Kino, muss das sein. Du, das ist ein super Film, Abenteuer und so, Indiana Jones. Ehrlich? Super. Nee. Können wir das nicht vielleicht umtauschen gegen einen Videovortrag in 3 Tagen von Gilching bis Bottrop oder sowas? Wir könnten aber auch erst mal einen Sieger wählen. Mike, du musst was arbeiten. Komm, wir machen es. Richtig, ihr macht so lange eine Flasche auf. Was können Sie gewinnen, wenn Sie bei dieser Sendung in der Endauswahl mit dabei sind? Sie können heute wählen zwischen der Brust, CA 8100, oben ein Video-8-Gerät größerer Bauart, rechts nebendran, in Stereo-Qualität auch noch ein großer, allerdings VHS-C. Zur Linken ein Video-8-Gerät der kleinen Machart mit allem, was der Videofilmer braucht. Und ganz links außen die CCR 550, das ist sozusagen der Renner. Oder 30 Meter Seil zum Klettern. Na, das war nur ein Jux am Rande. Jetzt kommen die 3 Videos, aus denen Sie wählen können. Und nun wieder die Qual der Wahl. Gewinnt Video A von Frank Rühlberg aus Hamburg? Eine Radfahrt, die ist lustig, eine Radfahrt, die ist schön. Oder Video B von Karl-Heinz Meidinger aus Kremsmünster. Wird's Rennen zur Fahrt, nehme ich ein Bad. Oder gar Video C von Karl-Heinz Domaschk aus Bautzen mit seiner rührigen Betonmistmaschine. Sag mal, Gunnis, du dürftest aber vor lauter Freude über das Hierbleiben gleich 4 Kilo schwerer geworden sein. Hä? Was, wieso das denn? Boah, aber letztes Mal leichter. Wen lassen wir denn gewinnen? Wem hat Video A am besten gefallen? Liebe Zuschauer im Saal, dann heben Sie bitte jetzt die Karte mit dazugehörigem Arm in die Höhe. Video A ist dran. Wer ist denn für Video B? Das sind auf jeden Fall schon mal mehr. Und wer sagt, Video C gewinnt heute? B. Video B. B hat gewonnen. Video B. Der Preis geht nach Österreich, nach Kremsmünster. Karl-Heinz Meidinger, herzlichen Glückwunsch und viel Spaß. Viel Spaß womit? Das ist die Frage. Sie haben gesagt, dieses Gerät möchte ich haben. Die CCR 550 möchte ich gewinnen. Wenn ich gewinne, das dürfen Sie. Eine ganz herrliche Kamera, mit der garantiert kein Bild mehr verwackelt. So, und wir wandern wir nur aus oder nicht? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir bleiben doch da. Sollen wir da bleiben? Wir überlegen es bis zum nächsten Mal. Ja, sagen alle. Wir bleiben und freuen uns auf Sie. Nächste Woche bei Bitte Lächeln. Sonntagabend, 20.15 Uhr. Zum Schluss nochmal den Sieger. Tschüss, bis dann. Schöne Tage. Tschüss.
Das Bitte-Lächeln-Team verabschiedet sich mit einem herzlichen Glückwunsch und nassen Füßen an Karl-Heinz Meidinger. Bis nächste Woche.